Ihr wollt also mal wieder einen Glitch sehen? Na gut, ist ja schon gut. Dann spielen wir mal Vulkanrollen, würde ich sagen. Und bevor wir versuchen, eine gute Zeit aufzustellen, die Nintendo-Zeit ist nämlich 2.11, meine ist 1.45 aus irgendwelchen Gründen, bevor wir versuchen, die zu schlagen, will ich euch erstmal einen Glitch zeigen, mit dem man es hier im Vulkanrollen in dieser Strecke schaffen kann, extrem, extrem, extrem schnelle Zeiten aufzustellen. So, mal gucken, ob mir das gelingt. Das ist nämlich nicht so einfach, den auszuführen, finde ich. Und zwar, mein Ziel ist es nämlich, dass ich auf diesen Felsen da vorne drauf komme. Ich will erstmal so ungefähr hier hinfahren, würde ich mal schätzen. Ja. Dann soll ich hier so nach oben zielen. So, und dann hier so nach oben kommen, was mir nicht gelungen ist. Ist sehr schwierig, das hier am Anfang bei der Ziellinie direkt zu schaffen. Es gibt eine andere Stelle, die einfacher ist, finde ich. Man kann es mal auch hier schaffen, oder? Ja, stimmt, ich will einen Pilz, glaube ich, einsetzen übrigens. Genau so. Und dann will ich da nach oben kommen. Habt ihr gesehen, an diese Kante, da kann man es nämlich schaffen, nach oben zu kommen, wenn man denn gut wäre. Aber es ist überhaupt nicht einfach, finde ich. Ja, nee, ich krieg's nicht hin. Aber es ist nicht schlimm, es gibt noch eine andere Stelle, wo das auch funktioniert. Ich starte am besten nochmal neu. Es gibt eine andere Stelle, wo es auch funktioniert, und zwar auch ein bisschen einfacher aus, ohne Pilze, wie ich finde. Und zwar lassen wir uns dafür am besten gleich am Anfang der Strecke hier nach unten fallen. So, das wird dann wieder etwas weiter hinten hingesetzt werden, nämlich hier, genau. Und jetzt wollen wir dann gleich wieder mit diesem Stammturbo hier nach oben. So ungefähr. Und wir sind drauf, sehr schön. So, jetzt müssen wir es schaffen, dass wir am besten an diesen Ort einmal hinfahren. Hier muss man immer hinfahren. Und dann fährt man hier einmal so außen rum. Und ihr fragt euch jetzt, was macht ihr jetzt eigentlich zum Teufel? Ihr werdet es gleich sehen. Dann hier so außen rumfahren, dann auch hier hinfahren. Ihr müsst dann bestimmte Checkpoints hier abfahren. Und dann werdet ihr eine Runde abgefahren sein. Cool, oder? Dann wiederholt ihr einfach diesen Prozess noch zwei weitere Male. Und schon seid ihr eben komplett eure drei Runden abgefahren. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen, euch ein bisschen beeilen. Weil nämlich halt, war das, hat das gezählt? Das hat nicht gezählt, habt ihr gesehen, weil ich jetzt nicht weit genug außen gefahren bin. Da muss man immer aufpassen, dass ihr immer schön weit außen fahrt, dass es auch wirklich dann als Runde immer zählt. Also hier ganz nach außen hin, fahr ganz an diese Ecke hin, weil es sonst eben nicht zählt. Und das zählt jetzt dann schon, genau. Ihr müsst eben aufpassen, weil irgendwann halt, das ist ja hier ein Vulkanrollen, das Coole, weil sich die Strecke wirklich stark verändert von Runde zu Runde oder halt ab diesem bestimmten Moment, wo jetzt hier alles zusammenbricht. Da müsst ihr halt aufpassen, dass ihr am besten, bevor hier alles zusammenbricht, schon eure Runden abgefahren seid. Was sonst sehr eng werden könnte. Aber so kann man es dann schaffen, dann hier völlig wahnsinnige Zeiten aufzustellen. Von 1.09 zum Beispiel. Oder so. Ja. Könnt ihr sehen, damit kann man hier ziemlich abgehen mit diesem Glitch. Also, ja, ist ganz witzig. Aber ich möchte trotzdem noch neu versuchen. Das zählt natürlich nicht. Ich möchte ganz gerne eine Zeit aufstellen, ohne diesen Glitch hier zu verwenden. Weil das ist ja auch ein bisschen billig. Weil ich könnte ansonsten einfach da nach oben eben fahren und dann halt da drei Runden drehen. Und das war's auch schon. Ihr habt ja eben auch gesehen, man muss wirklich versuchen, da ziemlich weit außen immer zu fahren auf diesen Felsen. Jetzt ist der Geist noch dabei. Naja. Muss eben versuchen, da ziemlich weit außen immer auf dem Felsen zu fahren. Das hat man ja auch einmal sehen können, was ansonsten eben nicht als Runde gezählt wird. Deswegen, da müsst ihr, wie gesagt, gut darauf aufpassen. So. Die Strecke ist nämlich eigentlich so schön, dass es echt schade ist, dass es hier so einen Glitch gibt, mit dem man einfach mal die Strecke überhaupt nicht sehen muss, quasi. Und das ist echt schade, weil die ist echt schön, die Strecke eigentlich. Fuck, ey. Und ein Glitch, mit dem man die ganze Strecke skippen kann, ist auch langweilig, deswegen den werde ich nicht benutzen. Ich muss dann überlegen, wo ich denn wieder Pilze einsetzen will. Ich glaube, ich hier am Ende vielleicht da so, dass ich die Kurvenschärfer nehmen kann. Aber auch nicht wirklich, oder? Nee, das bringt auch nicht wirklich viel. Ja, wo ich hier Pilze einsetzen will, habe ich keine Ahnung. Und hier will ich aber übrigens unten rumfahren, oder rechtsrum wohl eher, weil rechtsrum nämlich keine Schanze ist und weil wir wissen ja, Schanzen sind schlecht meistens, deswegen, ich bin 20 Sekunden langsamer, wow. Ach Gott, ey, ja, ich mache am besten mal kurz Kurswechsel, weil ich nicht will, dass mich jetzt mein Geist immer nervt auf der Karte, wie er da den Glitch ausführt. Ich wollte eben nur kurz zeigen, dass es eben funktioniert, dass man hier in Vulkanrollen ziemlich wahnsinnige Zeiten aufstellen kann. Es geht natürlich noch viel schneller. Man kann auch locker unter einer Minute schaffen, weil ich ja einmal es eben verschissen habe, dass die Runde auch wirklich zählte, weil ich eben nicht weit genug außen immer auf dem Felsen gefahren bin. Und man kann es locker unter einer Minute schaffen, auch unter 50 Sekunden, bestimmt auch unter 40 Sekunden, weiß ich jetzt nicht, ob das auch geht. Ja, geht aber bestimmt auch, wenn ich hier am Anfang schon nach oben gehe mit den Pilzen, das geht bestimmt auch irgendwie, keine Ahnung. Man kann auf jeden Fall ziemlich wahnsinnige Zeiten aufstellen und wenn ihr wollt, könnt ihr halt auch den Glitch mal ausprobieren und dann halt hier sehr, sehr schnelle Zeiten aufstellen. Aber ich will ganz gerne das eben ohne Glitches schaffen. So. Vielleicht soll ich mir meine Pilze einfach aufheben, falls ich Fehler mache. Das mache ich auch ganz gerne mal tatsächlich, dass, falls ich gegen eine Wand fahre oder so, dass ich dann eben einen Pilz habe, den ich einsetzen kann, um schnell wieder halt, na fuck ey, um schnell wieder Highspeed aufzubauen. Das ist tatsächlich auch häufig gar nicht mal so eine verkehrte Idee, das zu machen. Ja, nice. Dankeschön, Feuerball. Super, genau vor meinen Augen. Toll. Das ist auch gar nicht mal so eine schlechte Idee, finde ich häufig, sich einfach Pilze eben für halt Fehler aufzuheben, damit ich halt dann noch diesen Fehler ganz gut korrigieren kann. Weil wenn ich halt gegen eine Wand fahre, ist es ziemlich doof.
immer, aber so kann ich dann eben noch halt diesen Fehler korrigieren und dann daraus eine ganz gute Situation machen, indem ich eben einen Pilz benutze. Und ich glaube, genauso will ich es auch hier machen, dass ich mir eben die Pilze wirklich erstmal aufhebe und dann in der letzten Runde dann halt vielleicht an... Ach, fuck, ey. In der letzten Runde dann halt vielleicht gleich an... Was mache ich eigentlich alles? Ja, das war jetzt aber dann doch so schlecht, dass ich jetzt doch neu starten will, weil da konnte ich es auch mit dem Pilz nicht mehr wirklich retten, weil ich von der Wand ziemlich weit weggebounced wurde. Ach ja. Auf jeden Fall, falls ich eben in den ersten beiden Runden keine Fehler machen sollte, dann kann ich in der dritten Runde einfach auf geraden Stellen die Pilze einsetzen. Weil es gibt nämlich ziemlich viele gerade Stellen eigentlich hier sogar auf Vulkankeulen. Kann man auf der Karte auch sehen. Dass halt eigentlich es schon relativ viele gerade Stellen... Was mache ich eigentlich alles? Es relativ viele gerade Stellen gibt, wo sich ein Pilzeinsatz schon lohnen würde. Und dementsprechend werde ich mir dann, glaube ich, die einfach dann dafür halt aufheben. Entweder eben für die letzte Runde und da noch ein paar verbraten. Oder halt eben für Fehler, sage ich jetzt mal. Die ich halt dann eben noch mit einem Pilz ganz gut korrigieren kann. Weil es gibt hier nämlich eh jetzt nicht so mega sinnvolle Pilzeinsätze, finde ich. Außer halt, um den Glitch einzusetzen. Da ist ein Pilzeinsatz dann natürlich schon sehr sinnvoll, das ist richtig. Aber wenn man den eben nicht benutzen will, dann gibt es keine so wirklich sinnvollen Einsatzmöglichkeiten, finde ich jetzt. Und deswegen werde ich das dann einfach sein lassen wahrscheinlich. Okay. So, ich weiß nicht, ob hier obenrum vielleicht nicht doch besser ist, tatsächlich. Das kann sein, dass hier jetzt dann doch obenrum besser ist, obwohl da eine Schanze ist und Schanzen eigentlich schlechter sind. Aber die ist ja jetzt nicht wirklich fernab des Weges, diese Schanze. Deswegen vielleicht ist es doch besser, dann die zu benutzen. Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich da den Stunt nicht machen können, aber ist in Ordnung. Ja, vielleicht sollte ich hier am Ende einen Pilz benutzen, dass ich da die Kurve schneller nehmen kann. Das wäre vielleicht tatsächlich keine verkehrte Idee. Das werde ich dann gleich mal in der zweiten Runde austesten, ob es gut ist, da am Ende noch dann in der letzten Kurve da noch einen Pilz einzusetzen. Ich muss aufpassen, weil jetzt bricht ja schon so langsam alles zusammen. Ich bin aber, glaube ich, eigentlich schnell genug hier im Zeitvermodus, dass ich jetzt noch, dass in der zweiten Runde noch alles genauso ist wie in der ersten. Das glaube ich schon. Aber dennoch muss ich dann vor allem in der dritten Runde aufpassen, weil da ist dann schon natürlich schon alles zusammengebrochen. Und da muss ich dann aufpassen, dass dann der Weg nicht vor mir wegbricht, wo ich eigentlich nicht langfahren will. Da ist dann natürlich schon Vorsicht geboten, das ist klar. So. Jetzt darf ich kurz testen. Ja, du bist im Weg. Kurz testen, ob ich jetzt hier besser mit dem Pilz bin. Ja, nicht wirklich. Aber das ist jetzt schneller. Ich weiß, das kam mir sogar jetzt eher als eine Verschwendung vor irgendwie. Ich weiß nicht ganz, ob das wirklich sich so sehr rentiert, da jetzt am Ende den Pilz einzusetzen. Also wenn ich die Kurve noch besser bekommen würde, dann wäre es, glaube ich, schon so irgendwie lohnenswert, sich da, da eben einen einzusetzen. Da habe ich jetzt einen benutzt, weil ich da jetzt hängen geblieben bin. Dann wäre es, glaube ich, schon lohnenswert, da einen einzusetzen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so effizient dann... Oh Gott, so effizient dann ist. Das ist auch eine andere Frage. Scheiße, was mache ich denn jetzt alles? Das ist auch eine andere Frage dann. Ich kann es jetzt in der dritten Runde dann nochmal testen. Ich habe jetzt wieder nicht gemerkt, was die Nintendo-Zeit war. Müssen wir dann mal gucken. Du bist im Weg, Hilfe. Okay, sehr schön. So. Also hier die Rampe benutzt am besten... Ja, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Das ist eine sehr schwierige und komische Stelle. Aber es ist eigentlich trotzdem ganz gut gewesen, finde ich. Also schlecht war es jetzt nicht, finde ich. So, jetzt merken wir uns mal. 208,109. Und wenn es besser war als Nintendo, dann ist es schon meine Zeit. Also muss ich mir jetzt merken, ausnahmsweise mal. 208,109. 208,109. 208,109. Weil die wird jetzt nicht aufgelistet hier. Also aufgelistet schon, ja. Aber nicht als Rekordzeit gespeichert, weil das halt die 1 Minute 9 war. 208,109. Okay. So, wir schauen mal kurz. Ob es besser war als Nintendo, wenn ja, dann passt es schon. Weil das war eigentlich echt ganz in Ordnung, finde ich. Es war jetzt nicht so mega dufte auch. Aber ich habe eigentlich keine großen Fehler gemacht, finde ich. Deswegen, das passt schon. So, 208,109, ja, ist besser, deswegen, das passt. Meine Zeit, also die ihr schlagen könnt, ist eben 208,109, aber nicht diese 1,09. Ihr könnt auch selber den Glitch gerne anwenden, wenn ihr wollt, ja. Aber ich habe es halt ohne gemacht, weil ich das eben halt, naja, ohne eben machen wollte. Ne, habe ich ja erklärt. Gut. So. Dann wäre es also auch gewesen für den Stern-Cup und dann morgen Let's Play geht's weiter mit dem nächsten Retro-Cup und zwar dem Blood-Cup und danach wird es schon sogar schon wieder ein Retro-Cup kommen, nämlich noch der Blitz-Cup und dann danach eben noch dann noch der letzte mit den neuen Schrecken, der Spezial-Cup, aber erstmal eben morgen der Blood-Cup, wo aber auch schon ganz coole Schrecken dabei sind, die auch teilweise wieder nicht einfach werden, was den Zeitfahr-Modus angeht, also mal gucken. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.